Meine lieben Leute, dort draußen fern ab euren Flimmern und Matschheim, hier ist wieder euer bester Freund Kunando. Und gemeinsam sind wir heute in der Realität. Ganz genau heute, eine Premiere wird hier initiiert. Sozusagen die Selbstinszenierung per excellence. Das bewegte Selbstbild. Hier in Form von Kunando. Wir sind nämlich in Shibuya, wenn ihr das seht, hier 100 Millionen, 1000 Leute und ich mittendrin. Ich dachte mir heute, komm, wir machen es einfach mal. Wir hauen hier mal was raus. Ich weiß jetzt, ich bin jetzt kein Profi des Vlogs oder dergleichen, ja. Das sozusagen des videotechnischen Inszenierens. Deshalb, ich mache das jetzt einfach mal so mit Kamera ins Gesicht. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Wir testen es einfach mal. Und im Grunde, das größte Problem, was ihr habt, halte ich die Kamera so am besten richtig an, ne? Seht ihr mich? Seht ihr mich? Ihr seht mich. Ich kann natürlich auch so den Enkel ein bisschen ändern, so in der Art, hinterlistiges kleines Stück Scheiße oder von unten der liederliche Triebtäter, auch eine Möglichkeit. Ich mache das jetzt mal so und denke mir, ich starte das Ganze, wenn ihr mich denn überhaupt hört, ich habe gar keine, hört ihr mich? Ich weiß das gar nicht, ist mir auch scheißegal. Hier zwischen den ganzen Leuten auf dem Shibuya Crossing. Und zwar der Grund, warum ich das hier mache, kann ich euch ganz genau nennen, denn dieser Ort ist mit ganz vielen Erinnerungen für mich verbunden, weil ich hier mit ganz vielen engen Freunden und der Familie auch schon war. Und heute möchte ich den Startpunkt dafür starten, das mit euch hier zu verbinden. Denn wir sind gemeinsam hier und ich denke mir, was Besseres gibt's doch nicht, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieses Vlog wird. Ich versuche das einfach mal so kurz wie möglich zu halten, weil es ja sonst im Grunde schon langweilig ist. Ich versuche das dann auch mal bei den Super-Homies zu bewerben, aber die nehmen den Scheiß doch eh nicht an, ja? Die wollen damit nichts zu tun haben. Die sind doch was Besseres. Die fühlen sich auch besser als ihr, ja? Und deshalb, wir machen das jetzt einfach mal hier so. Und ja, mal gucken, was wir hier so leisten können, ja? Wir gehen jetzt in Richtung Ichimariku, Shibuya. Und habt ihr es überhaupt gesehen? Ich weiß es nicht. Die Beleuchtung ist natürlich auch nicht das Allerbeste, ne? Auf jeden Fall, heute wird erstmal das ganze Geld aus den Taschen geworfen. Erster Tag in Tokio, da muss das sein. Ich gehe doch nicht mit Geld, ich reise doch nicht mit Geld hier durchs Lande, ja? Deshalb, wir machen das einfach mal so. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann später irgendwann wieder. Vielleicht einen besseren Ort. Besseren Ort als das hier. Und ja, mal gucken, was so noch kommt, ja? Also dann, meine lieben Leute, bis dann. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Gerade waren wir noch im Zentrum von Tokio. Und jetzt sind wir schon hier etwas südlich gelegen im ländlichen Bereich in dem schönen Örtchen Tahara, in dem ich in einem wirklich traumhaft schönen Hotel übernachtet habe. Das sollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Und zwar hieß das Hotel, beziehungsweise es heißt ja noch, es existiert ja noch, Idakubu Hotel. Und da hat man diesen wirklich traumhaften Ausblick. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Ist das nicht ein Werk der Götter? Der Pazifik, über den ich gleich streifen werde, denn jenseits dessen liegt der Ise-Schrein, den ich gleich besuchen werde. Ich bin jetzt kurz vorm Checkout, aber dachte mir, komm, ich mache nur eine kleine Aufnahme. Und ja, da zeige ich euch einfach mal das Hotel noch mal kurz. Guckt mal an hier. In dem Futon habe ich geschlafen. Ist das nicht schön hier? Ah, herrlich. Und das Allerbeste, das wollte ich auch noch natürlich zeigen, die Toiletten hier in Japan. Für diejenigen, die es nicht kennen, ich mache mal hier an. Ja, guckt euch das. Guckt euch das mal an hier. Ah, ist das nicht eine Toilette? Das ist doch eine Toilette. Das ist der Thron der Götter, ja? Das Allerbeste. Ich weiß nicht, ob ich das aktivieren kann. Ich versuche das mal hier. Moment, da muss man den Sensor, muss man jetzt überlisten, weil ich da nicht drauf sitze. Warte mal kurz. Eine Sekunde. Das ist richtig spannend. Schaumut. Ah, da hat man eben die Knöpfe. Und jetzt, Moment. Jetzt kommt, seht ihr das da? Komm. Geh an. Ich muss mich mal hier draufsetzen. Moment. Ich drücke mal die Schau an. Und jetzt kommt es. Scheißding geht nicht an hier. Vorführeffekt, würde ich sagen, ja? Auf jeden Fall kommt hier ein... Da kommt er. Da kommt der Wasserstrahl raus und er ist zu schwach. Kann man den Sensor wohl doch nicht überlisten. Ich will jetzt mir auch den Arsch nicht nass machen. Hier kurz vorm Checkout, das wäre verdammt peinlich. Auf jeden Fall kann man sich hier die Rosette ausspülen lassen. Und dann kann man sich hier ein schönes kleines Bad genehmigen lassen. Habe ich gerade schon gemacht, braucht man nicht machen. Und jetzt muss ich auch raus, denn sonst gibt es hier Ärger, weil ich den Checkout verpasse. So, deshalb... Liebe Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich nehme hier meine Jacke, meinen Koffer, meine Tasche und ja, vielleicht beim Ise-Schrein oder irgendwo sehen wir uns wieder. Ja, und dann verabschiede ich mich noch einmal mit diesem tollen Blick. Also dann, bis demnächst.
Schnee, wohin das Auge reicht. Meine lieben Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich leicht erkältet. Was aber auch kein Wunder ist, denn ich bin hier im schneeverwehten Yamagata hier auf dem Yamadera, dem sogenannten Tempelberg, und habe mir dabei eine ziemliche Erkältung zugezogen, weil ich hier in meiner Frühlingskluft rumlaufe. Warum auch immer ich das mache, ich habe keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall getan und bin jetzt ordentlich erkältet. Und ja, es ist schon einiges passiert. Das letzte Mal haben wir uns ja gesprochen, als ich hier im Hotel war. Jetzt danach war ich beim Ise-Schrein in Nagoya und Sendai war ich jetzt. Und jetzt bin ich hier in der Präfektur Yamagata, wie schon gesagt. Und übermorgen geht es wieder zurück nach Tokio. Da werde ich euch nochmal treffen. Und was ich bisher erlebt habe noch, zeige ich euch gleich, denn ich habe einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet. Und ja, bevor ich euch hier noch eine Backe laber, zeige ich euch das jetzt. Und mache mich dann mal wieder auf den Weg hier runter, denn ich befinde mich auf, was weiß ich, wie viel tausend Höhenmeter, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ultra kalt. Also dann, liebe Leute, dann bis zurück in Tokio!
das nicht schöne Bilder waren, dann weiß ich auch nicht. Aber meine lieben Leute, es geht gleich weiter mit noch schöneren Bildern, denn ich bin zurück hier in Tokio. Und zwar im Ueno-Park, wo sozusagen schon der Frühling aus den Ästen sich ergießt. Denn die Kirschblüten blühen, fast schon in freudiger Erwartung, dass ich morgen das Land schon wieder verlassen muss. Ist das nicht traurig? Ich weiß ja auch nicht. Aber dafür genieße ich den letzten Tag hier noch, während Tausende und Abertausende von Leuten, wie ihr hier sehen könnt wahrscheinlich, hier die Kirschblütenschau, das Hanami hier genießen. Mische ich mich hier nochmal unter die Leute, genieße doch die letzten Stunden, die mir hier verbleiben und kehre dann hoffentlich gesund und munter zurück nach Deutschland. Und ja, aber wie ihr seht, gesund und munter ist vielleicht ein bisschen übertrieben, denn ich bin immer noch im festen Griff der Krankheit, aber genesungstechnisch schon auf dem aufsteigenden Ast. Also Beileidsbekundungen könnt ihr jetzt bereits zerreißen. Ich komme wieder und hoffentlich sehen wir uns dann wieder im nächsten Video auf meinem Channel. Guckt euch das mal an. Das ist schön. Ach, herrlich. Was kann ich sonst noch sagen? Nicht viel. Ich hoffe, das Vlog-Dingens hier war ein bisschen erträglich. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, ist auch egal. Kack drauf. Nun gut. Das war's. Es reicht. Es wird zu lang. Mein Speicher ist voll wegen den ganzen scheiß Apps, die da drauf sind und sich immer wieder aktualisieren. Meine lieben Leute, wir sehen uns wieder. Und ich verabschiede mich jetzt mit noch ein paar schönen Bildern. Also dann. Bis dahin. Auf Wiedersehen.